Anfang Mitte 40 sitzt zu Hause am PC. Er will mehr als sich die Frau nur anzusehen. Er will sie fühlen und befriedigen. Er ist gerade mal 1,50, trotzdem will er sie erniedrigen. Er denkt, er bekommt jede auf der Welt. Und er hat recht, doch jede kostet Geld. Er bestellt sich eine, denn er ist ganz alleine. Er will angreifen, nie wieder Langeweile. Will sie den Verwandten zeigen, will sie heiraten. Will alleine aufwachen, doch neben mir einschlafen. Jetzt gibt's kein Zurück, heute ist der große Tag. Er fährt zum Flughafen Tegel und holt sie ab. Sie steht vor ihm, wunderschöne Frau Tamara, 22, gut gepflegt, schön gebaut. Er fährt mit ihr nach Haus und schon wird er wahnsinnig, denn er versteht ihre Sprache nicht. Mittlerweile ist ein Monat vergangen. Er ist kein Angeber, doch den Ton gibt er an. Er langt aus, er ist der Herr im Haus. Sie wird nicht mehr gebraucht, doch sie hält die Schmerzen aus. Er gibt zuerst die Faust, bevor er guten Tag sagt. Danach trifft er sich mit den Jungs auf dem Parkplatz. Doch sie bleibt oben, eingesperrt ihr Leben lang. Doch sie kann auf die Terrasse, denn die Leine ist 6 Meter lang. Er hat gesagt, er baut ihr ein Haus am Strand. Tausend Dank, denn jetzt verläuft ihr Traum im Sand. Doch er besorgt ihnen einen Job, er will sie vor dem Teufel hüten. Nun steht sie 10 Stunden täglich in Teufelsküche. Sie kocht und putzt und macht dies und macht das. Er sagt, koch und putz und lass dies und lass das. Das Fass ist kurz davor überzulaufen. Das Leben zieht an ihr vorbei, doch er drückt auf Pause.